3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Spieltag in der NFL Season 2, Spieltag 2. Heute gegen Patrick. Ich fange gar nicht lang an zu zögern. Patrick hat meiner Meinung nach eins der stärksten Pokémon in Gen 6 gedraftet, nämlich Fiaro. In der Draftliga natürlich nicht ganz so gut, weil man sich drauf preppen kann. Aber dennoch ziemlich gut. Und ich hatte echt Angst vor dem Teil. Und wir sehen, er hat es nicht dabei. Vorteil für mich. Ich brauche mich darüber keine Gedanken zu machen. Macht es aber nicht besser, dass das Ampharos, was ich dabei habe, nicht wirklich sinnvoll ist dann. Mein Gedankengang war, okay, ich kann Fiaro auf zwei Weisen nur entgegenkommen. Entweder ich nehme Heatran mit und predikte irgendwann die Bärenkräfteboden. Oder ich nehme Ampharos mit und nehme die Bärenkräfteboden zu 100% ohne rauszugehen. Von daher habe ich mich für Ampharos entschieden in dem Fall. Und wir sehen, es ist nicht dabei. Ja, gut, was soll man machen? Finde ich gar nicht so schlecht gesehen, muss ich sagen. Aber irgendwie ist Ampharos dann gar nicht mehr so geil. So, nächstes Problem, Mamoswine. Ist gar nicht so geil. Für mich. Also Mamoswine ist ein echt starkes Pokémon gegen mich. Auch weil ich habe wirklich keine Switch-Inzereien. Mein bester ist wahrscheinlich das Keife, was ich dabei habe. Ich habe zwar Turtok im Team, aber Turtok nimmt jetzt nicht so gerne Element Earthquakes. Er kann natürlich nicht Element spielen, weil Mamoswine nur 80 Base hat. Endet und Turtok hat 78, beziehungsweise Garbodor hat 75 und Heatran hat 77 aus meinem Team. Das heißt, dann ging mich zwar relativ sicher, aber ich wollte, trotzdem ist Turtok kein dauerhaftes Mittel. Auch weil sowas existiert wie Rotomow und meine Antwort wie Rotomow auch eher bedeckt sich belaufen. So. Auch weil ich Heatran nicht mitgenommen habe. Aber ja, so. Folgendes, das heißt, Fiaro ist schon mal raus, das Problem. Bleiben nur noch zwei. Mamoswine, was dabei ist. Und das andere ist dieses Megalatias. Megalatias ist auch ziemlich gefährlich gegen mein Team, weil ich kein ich habe zwar ein Psychic Switch in mit Greninja, also eine Immunity, aber man kann jetzt nicht behaupten, dass Greninja so das Get-to-Go oder das the Way-to-Go ist, um Psychics von Latias abzufangen, auch weil das Ding mal eben einen Draco droppen kann. Und dann war es das mit meiner Psychic Switch-Ins. Ich habe noch Turbuts. Turbuts nimmt natürlich auch ein, zwei Hits, aber ist nicht die ganze Zeit so genial. Und ich habe jetzt auch nicht wirklich einen Mon, um das Lati zu one-hitten. Außer Pylo. Gut, Pylo one-hit das nicht. Macht aber extrem viel Schaden. Deshalb ist das Ziel ein Toxic. Wir müssen Toxic auf dieses Lati bekommen. Und dann sind wir schon mal gut dabei. Natürlich ist die Aromatherapie mit dem hier Florges da, aber auf Florges kann ich immer Garbodor gehen und die Ponytox ist echt gar nicht so schlecht gegen sein Team, was er mitgenommen hat, retrospektiv gesehen. Da kann es echt ganz schön viel Work machen, also potenziell. Ich hatte noch ziemlich viel Angst vor X-Bud. Ich verstehe gar nicht, warum X-Bud nicht dabei ist. Ich habe jetzt, weiß nicht, das rote Mo habe ich jetzt nicht so gesehen. Muss ich sagen, gegen mein Team, einfach weil Heatran natürlich da ist, beziehungsweise auch mega Ampharos. Aber gut, er muss er entscheiden. Und sonst, ja. Wie gesagt, Toxic ist auf sehr vielen Mons drauf, auf Tobutz, auf Tangrowth, auf Pylo und auf Mega Ampharos. Also wirklich alles, um auf ein Toxin auf dieses Mega Lati zu bekommen, weil ich sonst nicht anders tot bekomme. Naja. Und sonst mal gucken, ob ich das geschafft habe. So, ich habe hier geleadet mit meinem Pyloswine. Das kommt gleich. Ich habe es nur auf Really Slow gestellt, weil Slow war immer noch zu schnell. Ich habe hier mit meinem Pyloswine geleadet, weil ich dachte, okay, ich kann hier erstmal Rocks legen, ohne dass ich Probleme habe. Ich kann gegen alles irgendwie agieren. Auch wenn mich jetzt das Memo knockt, was jetzt hier passiert, ist es nicht ganz so schlimm, weil ich die Rocks rausbekomme und das ist schon mal geil. Und ich habe am Schaden gesehen, das ist nicht Bandit. Das ist kein Bandit-Memo, das ist auch schon mal gut, von daher ist es gut. So, ich habe mich jetzt dafür entschieden zu doublen.
weil ich mir gedacht habe, okay, der wird hier nicht drin bleiben, der möchte kein EQ fressen. Von daher gehe ich raus in meinen Boreos, was ich jetzt allerdings nicht verstanden habe, warum Koba der Switchen war. Aber gut, auf jeden Fall kriege ich hier eine schöne Heatwave drauf. Ich habe geguckt, eine Stone Edge kann mich gar nicht wirklich töten, beziehungsweise außer es bandet, aber damit habe ich nicht gerechnet, muss ich sagen. Und habe auch viel Schaden bekommen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, nochmal drin zu bleiben und auf den Hurricane zu drücken, um einfach den Switch-In zu punishen, der Fire-Resisted. Er geht hier Flawless, er macht den safesten Play, den er hat. Das ist in Ordnung. Ich kann jetzt hier an der Stelle erstmal knocken, um das Item rauszuhauen. Und wir sehen, es ist die Barbary Berry, aka die Anti-Stahlbeere. Das heißt, er hat irgendwo schon mit Heatran gerechnet. Aber ich muss sagen, Heatran ist gar nicht so geil, weil ihm die Power gegen Flawless fehlt und allgemein gegen sehr, sehr defensive Fäden. Naja, auf jeden Fall bleibe ich natürlich nicht hier drin in diesem Matchup und nutze U-Turn, um Momentum zu beschaffen und um mein bestes Pokémon gegen das Flawless reinzubekommen, und zwar Garbodor. Wir sehen, der Moonblast macht nicht viel Schaden. Apropos Fun Fact, wusstet ihr, dass Garbodor und Flawless im Speed-Teil sind? Das habe ich irgendwie bis zum Teambuilding gar nicht gewusst. Naja, auf jeden Fall dachte ich, okay, der Gangshot ist ziemlich, ziemlich obvious. Ich drücke hier Drain Punch und es kommt Lati rein und das habe ich nicht so ganz verstanden. Das habe ich wirklich nicht verstanden, warum hier Lati reinkommt, weil, gut, vielleicht hat er mit den Spikes gerechnet, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht im Kampf, aber ja. Wir sehen, wir machen nicht viel Schaden und hier kann ich nicht drin bleiben. Ich entscheide jetzt, mich dazu in meinen Pylo zu gehen und noch einen Hit zu nehmen oder das einfach abzuwerfen. Hier kommt die Mega und ich würde erst und mal gucken, was er macht. Und er drückt hier Call Mind. Und das war so der Stelle an mich, dachte ich, ach du Scheiße, dachte ich in dem Moment. Ich dachte, ach Gott, bitte verliere jetzt nicht 6-0. Auf jeden Fall, ich kann natürlich erstmal nicht drin bleiben. Also ich kann nichts reinwechseln, deshalb opfer ich jetzt erstmal mein Beilus Wein. Ich habe leider kein Toxic, ich habe kein Eyeshot drauf. Ich habe statt Eyeshot Toxic. Das war für mich in Ordnung. Ich weiß, dass ich schneller bin mit meinen Turbos und habe jetzt einfach nur gehofft, bitte triff mit dem Toxic. Wir treffen das Toxic und das Teil ist auf dem Timer. Und in dem Moment habe ich so ein bisschen aufgeatmet. Er drückt hier Recover. Das ist in Ordnung. Ich habe ein bisschen aufgeatmet, weil jetzt kann ich das Teil irgendwie versuchen, tot zu bekommen. Also ich kann es probieren, down zu bekommen. Downs chippen die ganze Zeit. Deshalb kommt jetzt hier eine Fassade? Nee, also. Ich habe vergessen, wie es heißt. Auf jeden Fall, U-Turn nicht hier. Ich hätte auch drin bleiben können, fällt mir nachhinein ein, aber ist jetzt nicht so schlimm. Er drückt hier Psychic Critted und das macht das Ganze schon mal gar nicht mehr so geil. Ich bin schneller, das weiß ich. Ich habe mich darauf gespeed creeped, das heißt, ich kann hier erstmal sicher auf die U-Turn gehen, um den Ding weiter Damage zu machen. Und wir sehen so langsam. Nagt das Gift plus U-Turn Damage an diesem Latias und darüber bin ich auch sehr, sehr froh. Aber ich dachte, okay, kannst ruhig hier an der Stelle wieder für Recover gehen. Wenn du Recover gehst, bleibe ich einfach drin und spam Psychic, weil irgendwann kannst du das nicht mehr gegen Recovern, von daher, ne? Und wir sehen, der drückt die Psychic, macht uns nochmal ziemlich gut Schaden und ich dachte, okay, fein, ich drehe jetzt auf die U-Turn und kann mir den Kill auf dieses Mega Latias Claim. Und ein Fred ist schon mal weniger. Das ist gut. Das heißt, es ist nur noch Memo da als Fred. Und der ist gar nicht so unbedrohlich, muss ich sagen. Der kann ziemlich, ziemlich hart werden. Von daher entscheide ich mich jetzt hier, einfach rauszugehen, um dieses Memo-Swein zu baiten. Und ich dachte mir, okay, ich versuche hier irgendwie das Earthquake zu bekommen und gehe jetzt raus in meinen Turbuts, um halt versuche damit das Earthquake zu baiten, um es zu punishen. Aber drückte für den Crash und dadurch stirbt das Turbot. Ich dachte mir im Kampf, ach gut, das hat er predicted, dass er jetzt auf den Crash gegangen ist. Und dann hat sie mein Kopf aber so ein bisschen gerattert und gedacht, okay, warte mal, es ist ja eigentlich egal. So, wenn jetzt für den erst für den Crash gegangen. Und ich dachte in dem Moment, ach verdammt, das hat er gut gemacht. Und im Nachhinein ist mir eingefallen, okay, er muss gar nicht so viel predicten, weil wenn ich mit Ampharos gemegert gewesen wäre, dann wäre auch der Crash sehr effektiv gewesen. Das war mir in dem Moment nicht eingefallen. Aber ist nicht so schlimm. Ich dachte mir, okay, ich weiß, dass du nicht beendet bist. Ich nehme Tangolos safe einen Hit. Deshalb Tangolos rein, Giga Drain. Hoffen, dass der Giga Drain killt. Ja, das war so mein Gedanke an der Stelle. Hier kommt der Crash und wir sehen, der macht 45%. Theoretisch ein Two-Hit durch den Giga Drain, der jetzt aber von unserer Seite aus kommt. Kein Two-Hit mehr, weil wir uns wieder fast Full-Life heilen. Und das ist ziemlich gut. Und jetzt dachte ich mir, okay, Crash kommt. Bitte kein Flinch. Crash, Crit. Ich dachte so, ach, nicht dein Ernst, aber nicht so schlimm. Und wir sehen Flinch. Ah, ich dachte mir, das ist jetzt nicht dein Ernst.
das ist jetzt bitter, weil das Teil ist halt Scarf. Das heißt, es speedet nichts. Deshalb musste ich jetzt hoffen, dass man Ampharos 2 nimmt und Ampharos nimmt 2. Wir sind Fist-Dev, also wenn wir nicht Fist-Dev wären, ne? Und daher kann ich jetzt erstmal sicher auf einen Dragonpulse gehen und habe gehofft, dass ich hier nicht nochmal geflincht werde. Bitte kein Flinch. Wir werden nicht geflincht und Ampharos macht im zweiten Spieltag seinen zweiten Kill. Damit habe ich nicht gerechnet, muss ich sagen, weil ich gar nicht so der Verfechter von Mega Ampharos bin. Das habe ich nur durch Zufall bekommen. Auf jeden Fall kommt jetzt hier Cobalion rein und ich dachte mir so, ja, hier, Ampharos kommt eh nicht mehr auf die Rocks rein, deshalb sag ich's mal. Und wir haben sogar Glück und kriegen die Statik. Nicht, dass es jetzt an der Stelle irgendwie krass meddert, weil ich mit Boreos und dass ich jetzt gehe, um den Kill zu claimen, das Teil eh outspeede. Daher ist es nur halb so schlimm, sage ich mal. Außer jetzt, das kann, glaube ich, kein Prior-Move. Ich entscheide mich hier für Knockoff. Ich habe gekalkt, der Kill safe an der Stelle. Und das ist in Ordnung. Alles gut, alles fein. Jetzt dachte ich mir, okay, jetzt habe ich hier einen kleinen Denkfehler gehabt. Ich bin hier, glaube ich, instant gedoubled, weil ich Angst vor Scarf Rotom hatte. Aber natürlich kann es kein Scarf Rotom sein, wenn es schon Scarf Mamoswine ist. Also wir haben hier Item Claws an. Von daher ist das so, weiß nicht, war das irgendwie dämlich der Play? Auf jeden Fall sehen wir den Toxic Orb, dachte ich, auch keine schlechte Idee für, keine Ahnung, was jetzt genau er damit bezwecken wollte. Er geht hier für den V-Switch und ich habe mich für den Knock entschieden an der Stelle. Ja genau, ich habe mich für den Knock entschieden an der Stelle, weil ich einfach vielleicht noch das Gastrodon-Item oder so, also weil ich das Item von dem Teil einfach runterhaben wollte. Ne? So, das heißt, hier kommt der Knock. Ja, macht natürlich keinen Schaden, hat kein Item mehr. Wir leben hier noch einen Tick. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, es mein Tangolos nicht sterben zu lassen, sondern instant in mein Garbodor zu doublen, was heißt zu doublen, zu switchen, und jetzt habe ich überlegt, okay, drücke ich die Seed Bomb, die ich natürlich habe, um das Gastrodon zu predikten, oder drücke ich einfach Gangshot. Ich habe mich jetzt hier für den Gangshot entschieden, weil Patrick früher immer gern mal so Spielchen gemacht hat mit, ich bleib drin, und ich deshalb zweimal gegen ihn verloren habe in der letzten Season. Deshalb dachte ich mir, nope, ich drücke Gangshot, falls er drin bleibt. Er macht es gut auf Gastrodon, und jetzt dachte ich, Eigentlich hätte ich jetzt Tangelos gehen müssen, um was abzufangen, aber ich habe damit halt gerechnet, dass Seedbomb killt. Ich habe komplett die Antibeere vergessen. Glücklicherweise kriegen wir einen Crit und töten das Teil. Damit hat die Ponydog schon mal was gemacht, dachte ich, geil. Und jetzt habe ich mir sein Team angehört, dachte ich mir, warte mal, gewinnt die Ponydog jetzt? Hier kommt Rotom und ich dachte, okay, T-Bot killt nicht, wir sind full KP. Ja, mal gucken, hier kommt hinten Power Ground, crittet auch, ich dachte mir, ey, dieses Spiel, was geht hier eigentlich ab mit Crits, Flinches, sonst was, aber naja, ich konnte mir dann hier den Gangshot nehmen, dachte, okay, es geht Rotom und ich habe Speed of Flawless. Kill ich das, also, und in dem Moment dachte ich mir, nein, die Ponytox gewinnt mir jetzt hier nicht das Game, oder? Die Ponytox gewinnt mir jetzt hier nicht das Game, dachte ich mir, und dann so, ha, naja, mal gucken. Wir drücken jetzt mal Gangshot und gucken, was passiert. Ich treffe, wir hätten noch eine genommen, hätten wir gesehen. Flawless stirbt. Und die Ponytox hat 3 Kills gemacht in diesem Kampf. Und mein Gehirn war nach dem Kampf erstmal so. Habe ich das gerade richtig gesehen? Dass die Ponytox hier gerade Late Game sweept hat? Beziehungsweise indirekt gesweept? Ich habe meine Augen gerieben und dachte, bin ich im richtigen Universum? Aber ja. Die Ponytox hat 3 Kills gemacht an diesem Spieltag und hat somit die Kill-Krone von meinem Team für diesen Spieltag. Hätte ich nicht gedacht. Aber ja, somit gewinnen wir 13-0 gegen Patrick. Freut mich, das ist in der NFL mein erster Sieg gegen ihn. Jetzt erste, zweite Season übergreifend gedacht. Und ja, freue mich auf jeden Fall, dass wir den zweiten Spieltag hintereinander gewonnen haben. Ist nicht üblich für mich, muss man dazu sagen, ist wirklich nicht üblich. Aber ja, gut. Dann danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche gegen, keine Ahnung, literally keine Ahnung, gegen wen wir nächste Woche spielen. Aber auf jeden Fall bis nächste Woche. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.